Hallihallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch die Neuauflage des 1999 unter der Regie von Graham Baker entstandenen, ich möchte fast schon sagen, Science-Fiction-Fantasy-Abenteuers Beowulf mitgebracht. Das von Filmjuwelen im Vertrieb von Retro Gold 63 erneut in den Handel gebracht wird. Und wenn ich sage erneut, dann meine ich, dass es am 15. Februar 2022, also vor anderthalb Jahren ungefähr, schon mal eine Auflage gab. So, und jetzt gibt es eine Neuauflage in vier verschiedenen wattierten Mediabooks, wobei nur die hier auf dem Tisch liegende Version mit dem Cover A, die ist auf 222 Stück limitiert, im freien Handel erhältlich ist. Das heißt, die Covervarianten B, die Covervariante C und auch die Covervariante D. Ja, also diese drei, die sind ausschließlich im Retrogold 63 Shop exklusiv erhältlich. Das heißt, wenn ihr ein wattiertes Mediabook haben möchtet und das irgendwo anders kaufen wollt, dann bleibt euch nur Cover A. Wobei, da muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre auch meine erste Wahl gewesen. Herausgekommen ist das schicke Teil am 21. Juli 2023 und kostet aktuell um die 40 Euro. Wie gesagt, es ist wattiert und was alles da drin ist, das schauen wir uns jetzt mal an. So, ich konnte schon sehen, das ist schon mit Spottlack. Das konnte ich schon so ein bisschen durch die Folie sehen. So, ich bin jetzt ja kein großer Fan von wattierten Mediabooks. Ich bin auch kein großer Fan von Spotlackveredelung. Ich meine, gut, das sieht alles wunderbar aus, das ist alles ganz toll, macht das Produkt auch ein Stück weit wertiger, aber ja, nötig finde ich persönlich ist das nicht. Und für mich zählt, dass da ein schönes Motiv drauf ist, dass das Mediabook gut verarbeitet ist und naja, und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, wie das ist. So, freigegeben ist der Film ab 16 Jahren. Wir haben hier kein FSK-Flatschen drauf, kein Aufkleber, kein gar nichts. Wobei, kann sein, weil ich das direkt von Retrogold bekommen habe, dass dann da kein Flatschen drauf ist. Wenn ihr das also irgendwo regulär kauft, kann es sein, dass hier außen noch ein Flatschen ist, dann aber wahrscheinlich auf der Einschweißfolie, weil ich denke, dass die das nicht separat, weil das ist ja auch eine ganz normale Veröffentlichung, also hier, die ist durchnummeriert und nicht für die Presse ausgesondert. Das heißt also, ich gehe davon aus, wenn überhaupt, ist der Flatschen auf der Einschweißfolie. So, jetzt können wir uns das anschauen und da sehen wir auch schon, wir haben einmal hier diese Totenkopfmaske von diesem Typen, der draußen steht, mit Spottlack veredelt. Dann haben wir hier unten noch die beiden Ritter und auch den Titel Beowulf. Das ist in Spottlackveredelung noch, das wurde mit Spottlack noch veredelt, so. Und der Rest des Motivs ist matt. So, dann haben wir hier, wer ist es? Christopher Lambert, der Highlander, als Gérard von Riva, Quatsch, nicht nein, als Blade, nein, als Beowulf natürlich. Der nordische Held Beowulf bei dieser Film hier, hat damit, naja, gut, also der Name ist da, wir haben auch Grendel da, aber ansonsten ist das ein sehr, sehr merkwürdiger Film. Und es ist mehr was für Trash-Freunde, wobei, also für mich ja, für Becky nein, für Becky ist der Film zu trashig. Da haben wir auch so Techno-Musik drin und das passt überhaupt nicht, aber geiles Setting. So, dann haben wir hier auf dem Spine auch nochmal Beowulf draufstehen, auch das ist Spottlack veredelt. Dann oben Retro-Gold, jetzt sehen wir hier auch schon, das hat man ja ganz oft bei wattierten Mediabooks, dass die Kanten schon so ein bisschen eingedätscht sind, was ein bisschen schade ist, aber ich persönlich finde das jetzt nicht so dramatisch. Dann unten den Hinweis auf Blu-ray und DVD, denn es ist ein Kombipaket, aber kommen wir gleich drauf. So, dann haben wir hinten Beowulf, ebenfalls nochmal mit Spottlack veredelt und hier auch Christopher Lambert hoch zu Ross, auch Spottlack veredelt, die restlichen Bilder aus dem Film wiederum nicht. Und dann haben wir hier eine kurze Inhaltsangabe. Ja, und hier unten dann die Produktspezifikationen. Und da sehen wir auch schon, ja, also einmal der Laufzeitunterschied ist klar, der ergibt sich durch die andere Bildwiedergabefrequenz. Deswegen läuft die Blu-ray grundsätzlich rund 3% länger als die DVD. Das ist immer so. Aber hier, die Blu-ray hat ein Ansichtsverhältnis von 1,85 zu 1 und die DVD
von 1,33 zu 1, also altes Videoformat. Das heißt, da habt ihr dann quasi links und rechts schwarze Balken. Es könnte sein, dass das jetzt die OpenMate-Version ist. Ich weiß es aber nicht. Es kann auch sein, dass das jetzt eine andere Filmversion ist, denn ich hatte irgendwo gelesen, es gibt noch eine Alternativversion. Also dazu dann aber mehr in meiner Rezension, die ihr unten in der Infobox finden könnt. Wenn ihr auf den Link klickt, dann kommt ihr auf blu-ray-disc.de und da ist dann halt die Rezension zu finden. So, dann haben wir hier, das hat mich nämlich auch gewundert, auf der Blu-ray ist anderes Bonusmaterial als auf der DVD. Und das wundert mich, weil das ist eigentlich auch ungewöhnlich, aber das können wir dann auch hinterher in der Rezension nachlesen. So, dann haben wir hier unten noch ein paar Urheberrechtshinweise und die Limitierung. Wie gesagt, limitiert ist das Ganze auf 222 Stück und das ist die Nummer 16, also eine durchgehende Nummerierung. So, brauche ich auch nicht unbedingt, ist aber für den einen oder anderen wichtig. So, dann haben wir vorne die Blu-ray drin liegen und was mich hier wundert, auch hier ist keine Altersfreigabe drauf. Warum, weiß ich nicht. Also der Film ist eigentlich ab 16. Wenn das jetzt allerdings wirklich eine alternative Version ist, die ich noch nicht gesehen habe, ist es gut möglich, dass die keine Altersfreigabe hat. Also dass man dann gesagt hat, Mensch, den Weg zur FSK sparen wir uns, wenn wir das Teil sowieso in so kleiner Auflage nur rausbringen. Kann sein, weiß ich aber nicht. Wobei, nein, hier haben wir schon die Antwort. Hier haben wir schon die Antwort. Die DVD, da ist es, hat die alternative Fassung drauf. Hier steht's ganz groß nicht, aber hier steht's doch groß. Hier steht's groß und fett drauf, alternative Fassung. So, dann haben wir hier jetzt also die alternative Filmfassung drauf und ich gehe davon aus, dass hier dann die normale Kinofassung ist. Das heißt, die alternative Filmfassung liegt nur auf DVD vor. So, vielleicht für den einen oder anderen interessant, der gesagt hat, Mensch, ich bin besonders scharf auf diese alternative Fassung, die ist hier drin, aber nur auf DVD und im Ansichtsverhältnis 1,33 zu 1. So, wir haben darüber hinaus einen farbigen Innendruck, der durchgeht. Hier Christopher Lambert und hier, wer war's? Rona Mitra, die in dem Film unheimlich geile Klamotten trägt überhaupt. Also die Kostüme, die Ausstattung, ja, die Kulissen, das sieht, das ist super, das ist ein geiler Fantasy-Film, dann kommt diese bescheuerte Drecksmusik da rein, die für sich genommen sicherlich auch nicht schlecht ist, aber überhaupt gar nicht zu diesem Film passt. Und ja, dann leider sehr durchwachsene Spezialeffekte und so weiter. Also es ist kein guter Film, aber für einen Trash-Abend ist das was Geiles. So, dann haben wir hier, wir können das sehen, das Mediabook ist vernäht. Also das Booklet des Mediabooks, das Booklet ist mit dem Mediabook vernäht und wir haben hier, so wie es aussieht, doch, es sieht so aus, als hätte man auch hier wieder, jawohl, so ist es. Also man hat hier den Plastiktray auf einen Pappdeckel geklebt und den Pappdeckel hier in das Mediabook reingearbeitet. Das heißt, der Tray ist nicht direkt am Mediabook dran, sondern hier ist noch dieser Deckel da. Oder? Ich sehe es gerade. Doch. Ah, ich nehme alles zurück. Ist wohl doch nicht so, ja? Wir können das hier sehen. Das ist doch, es ist direkt mit dem Mediabook verbunden. Ja, hätte ich mal nichts gesagt, dann hätten wir gar nicht gefragt. So, bisschen Bewegung zur Seite muss ja sein. Nach oben und unten ist keine Bewegung drin, also soweit schon mal sehr schön verarbeitet. Wenn wir das jetzt mal so aufstellen, dann klappt das Booklet auch auf. Ist ja vernäht, das ist klar, ne? Da haben wir also nicht, dass es von alleine steht. Auch das finde ich persönlich eigentlich ziemlich gut. So, dann haben wir hier jetzt nochmal das Cover Artwork D als erste Seite des Booklets. Und ja, muss ich sagen, das Papier ist sehr, sehr schön, sehr angenehm. Es glänzt ein klitzekleines bisschen, aber nicht viel. Die Schrift finde ich optimal. Die Größe ist perfekt, würde ich sagen. Auch das Schriftbild wirklich gut. Und dann hier ja gut ein Bild aus dem Film, wobei das scheint mir eher so ein Pressebild zu sein und nicht aus dem Film selber. Lässt sich sehr gut blättern und das Verhältnis von Bild zu Text bisher, muss ich auch sagen, sehr gut. Dann haben wir hier noch ein Bild von hinter den Kulissen. Ja, das ist, ja, oder hier, das hat ja nichts mit dem Film zu tun. Das finde ich gut. Also, wenn dann hier so ein kleines Bildchen aus dem Film drin ist, das kann ich durchaus verkraften. Also, ohne jetzt zu wissen, was hier drin steht, das kann ich ja nicht. Ich habe es ja gerade erst ausgepackt, also den Text habe ich noch nicht gelesen, aber es ist viel Text dabei und
Es macht auf mich zumindest den Eindruck, als wäre das informativ. Auf jeden Fall haben wir viel Text, ja. Wenn da jetzt alles nur von Wikipedia abgeschrieben ist, klar, das ist dann doof, das braucht man nicht, aber es schaut auf jeden Fall schon mal gut aus. So, dann haben wir hier noch ein Interview, das Retro Gold 63 mit Götz Otto geführt hat. Das ist dann hier nochmal abgedruckt. Wenn ich das richtig gesehen habe, war das auch genau hier. Das Interview ist ein Audio-Interview. Das findet ihr auch auf der DVD nochmal als Bonusmaterial. Vielleicht sind das Auszüge, vielleicht das komplette Interview. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hier auch nochmal abgedruckt. Und hier seht ihr, was ich meine, diese Kostümchen. Ja, die zeigen ja mehr als sie verbergen. Finde ich geil. Also in so einem Film, ja, Fantasy, Science-Fiction-Trash, kann ich das wirklich gut verkraften. Finde ich super. So, was haben wir jetzt hier? Was war das? Beowulf-Hintergründe. Okay, dann haben wir hier also wohl auch noch etwas über die Hintergründe des Originalheldenliedes Beowulf. Die Figur des Grendel interessanter als der Held. Ja, kann man sehen, wie man will, auf jeden Fall. Die Geschichte von Beowulf finde ich persönlich sehr gut und traurigerweise wurde die noch nie richtig verfilmt. Gut, jetzt, ja klar, von Robert Zemeckis als Animationsfilm, aber der ist auch sehr schlecht gealtert. Also das wäre doch mal was Hollywood oder sonst wer aufgreifen könnte. Einfach mal so eine neue, akkurate Verfilmung von Beowulf. Potenzial hat der Stoff auf jeden Fall. Vielleicht macht man da so eine Art Herr der Ringe oder Game of Thrones. Hat ja auch viele Fantasy-Elemente mit drin. Also das wäre auf jeden Fall mal eine Überlegung wert, hier Beowulf neu zu verfilmen. So, aber diese Version von 1999 ist jetzt wieder im Handel erhältlich. Ja, ihr müsst aber schnell sein, weil auch hier, wie gesagt, hiervon gibt es nur 222 Stück. Die anderen sind sogar noch geringer limitiert. Das heißt also, wenn ihr eins haben möchtet, greift zu, bevor sie weg sind. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das Review dazu findet ihr, wenn ihr unten auf den Link klickt. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, seid schlau, schaut blau und abonniert den Kanal. Ihr wisst, wie das läuft. Also, bis demnächst. Euer Michael Speyer. Und wie immer, bleibt geil.